Der Schatz liegt verborgen im Keller. Andreas Münch ist der Leiter Sammlungen und sozusagen Herr über 11.000 Kunstwerke. Das Bundesamt für Kultur hat sie hauptsächlich im Rahmen der Kunstförderung angeschafft. Bis jetzt profitieren aber nur wenige Leute von den Sammlungen. Die Gemälde, die wir für die Bundesverwaltung zur Verfügung stellen, die gehen an Orte, die repräsentativ sind und eine gewisse Öffentlichkeit haben. Also klassischerweise Eingangssituation in Bundesbauten, Bundesrätinnen, Bundesräte, Botschafter zum Beispiel haben Werke aus unserer Sammlung im Büro hängen. Zurzeit digitalisiert das Bundesamt. Denn künftig soll die Kunstsammlung immerhin online dem großen Publikum gezeigt werden. Nötig dazu Fotos. Entweder gescannt oder, wo nicht vorhanden, neu gemacht. Oft hapert es jedoch an den Zusatzinformationen zu den Bildern. In der Aufbereitung der Datensätze liegt tatsächlich die große Herausforderung, indem die vorhandenen Informationen überprüft, erweitert und auch am Ende übersetzt werden müssen. Das ist das eigentliche Kerngeschäft. Zudem befindet sich über die Hälfte der Kunstwerke in Museen oder in Bundesgebäuden im In- und Ausland. Sie dort für die Digitalisierung zu fotografieren, ist schwierig. Bis Ende nächsten Jahres soll knapp jedes 20. Kunstwerk im Internet sein. Der Großteil bleibt aber vorerst, wo er ist, verborgen hinter verschlossenen Türen.